dann würde ich sagen, moin moin, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mal ganz alleine unterwegs. Ich befinde mich heute in einem Ort, wo eine verlassene Stadtvilla steht. Die Stadtvilla hat vor ein paar Jahren schon mal gebrannt. Und ich möchte jetzt gerne mal sehen, wie gut der Zustand noch ist oder ob sich in der Zwischenzeit was verändert hat. Ich habe auf dem Weg hierher auch noch Kabel gefunden, Kabelschächte. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, seid mit dabei. Viel Spaß. Hier haben wir noch eine alte Gartenlaube, die leider schon komplett abgefackelt wurde. Also hier müsste noch mal jemand gegentreten oder ein starker Wind kommen, dann ist alles komplett zusammengefallen dann. Das ist alles komplett. Muss mal überlegen, wie ich hier ein bisschen jetzt lang komme, weil da ist alles zugewuchert. Ich glaube, wir laufen jetzt einmal so lang. Hier liegt noch ein alter Benzinkanister. Da vorne seht ihr auch schon dieses Gebäude. Was mir jetzt noch auffällt, was ist das denn? Irgendwas für Strom oder sowas. 250 Volt, 10 BA. So, wie gesagt, es ist alles komplett zugewuchert hier. Hier hat wohl mal eine schöne Familie gewohnt mit einer riesen Freifläche. Hier vorne konnte man sich dann im schönen Sommer dann hinsetzen. Hier war der große Empfangsbereich auch noch mit dem schönen Kronleuchter hier. Hier vorne standen überall Regale. Hier ist schon der ganze Putz runtergefallen und der Fußboden, der kommt auch leicht schon hoch. Auch der ganze Putz, der kommt schon von der Decke runter. Wie gesagt, ist alles halt voller Vandalismus. Und da vorne alles voller Schwarzschimmel. Wo komme ich hier rein? Das war der Wintergarten, war das. Boah, ist das hier runtergekommen. Fensterscheiben schon eingeschmissen. Da oben fällt auch schon was ab. Alles ist mit Rehgips festgeknallt worden. Glasscherben auf dem Fußboden. Und hier vorne, das waren wahrscheinlich wohl alte Beete. Hier konnten die sich dann auch bestimmt Gemüse anbauen oder Pflanzen anbauen. Hier vorne ist noch eine Deckenlampe. Und zumindest ein Teil davon. Hier hat auf jeden Fall auch jemand kräftig Alkohol getrunken. Da steht ja noch nicht mal Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Nee. Johnson Gin. Wer trinkt denn sowas? Also ich würde das nicht trinken wollen. Hier vorne, oh, sieht man jetzt so schlecht. Ist auch noch ein Zimmer. Wird auch schon alles voller Schwarzschimmel. Da ist schon die ganze Tapete am Schimmeln. Die ganzen Ecken sind alle voll. Hier vorne noch eine Flasche London Dry Gin. Kommt man in den großen Empfangsbereich rein. Auch diese Tür wurde schon komplett zugemacht. Das war wahrscheinlich Alarmanlage. Hier waren die ganzen Steckdosen. Das ist für Telefon. Und das hier für den Briefkasten und okay, da steht sogar noch ein Name drauf. Jetzt kommen wir in die alte Küche rein, noch mit diesen alten gelben Fliesen. TSV Heiligenrode. Und die Dinger, die kennt man gar nicht mehr. Heutzutage gibt es diese nicht mehr. Hier vorne kommen wir einmal in den Abstellraum, wo die Lebensmittel mal gelagert haben. Fällt auch schon alles schon komplett ab. Krass. Und hier vorne war dann auch die hier war auf jeden Fall der Waschmaschinenanschluss, das kann man sehen. Weil direkt daneben dran nämlich eine Steckdose ist. Oder ist dann vielleicht die alte Küche drin. Also wie ich auf jeden Fall schon mal den ersten Eindruck habe, ist das hier eine sehr, sehr glückliche Familie drin gewohnt hat, würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal in den Keller. Hallo? Oh, das ist alles.
alle schon unter Wasser. Als ich das letzte Mal hier war, war da stand der Boiler da noch. Und da wurde er komplett da rausgerissen. Und hier konnte man dann, oder die Waschmaschine war vielleicht unten, und dann konnte man hier die Wäsche dranhängen. Hier vorne können wir dann, da könnte man auf jeden Fall auch was lagern. Das ist ganz schön gruselig. Das Ding ist komplett im Keller unter Wasser. Hallo? Ja, wie gesagt, jetzt alles komplett unter Wasser. Das waren alles Abstellräume. Das war alles komplett unter Wasser. So, jetzt kommen wir hier einmal. Das sieht aus wie Bunkertüren. Ich weiß halt nicht, was hier halt drin ist. Okay, hier ist noch die alte Heizung, die als ich noch drin war, dass sie noch komplett ja, in einem guten Zustand war. Da hat jemand Alkohol getrunken. Und hier waren Regale, hier konnten sie auch was lagern. Es ist echt schwer, hier überhaupt was herauszufinden, was vielleicht hier gewesen sein kann. Liter 2000, 5000, 8000 und 10.000. Hier denn hin? Das alte Heiz, das alte Pumpwerk mit der alten Wasserpumpe, mit noch einer Gin und einem riesen Heizkessel. So, dann würde ich jetzt nochmal sagen, gucken wir uns einmal das Obergeschoss an. Da ist es halt ziemlich eingestürzt. Gucken, wie weit man hier noch laufen kann. Hallo? Ja, kommen jetzt hier in die alten Kinderzimmer rein, würde ich mal sagen. Mit einem alten Kleiderschrank oder Umkleideraum. Und hier auf jeden Fall auch noch ein kleines Waschbecken. Jetzt kommen wir in die alten Schlafzimmer rein. Apokalypse pur ist das hier. Grünspan, die ganze Tapete ist abgefallen. Einen schönen Ausblick hatte man auf jeden Fall auch. Das waren dann auf jeden Fall mehrere Räume, Schlafzimmer. Schade, dass solche Orte hier komplett zerkloppt werden. Schade, schade, schade. Wir können auf jeden Fall auch noch Sachen verstauen. Ja, das hat auf jeden Fall auch schon kräftig gebrannt. Die haben den kompletten Dachstuhl haben die in Brand gesetzt. Schimmel pur. Und noch eine alte Leitung von einer Lampe, Hängeregale für Kosmetik, Duschgel und so. Und dann kommt der schlimmste Raum, den ich gesehen habe. Und zwar nämlich der hier. Da ist schon Dämmwolle, liegt hier, Steingestrüpp, Ziegel liegen hier drauf, alte Leisten. Also hier habe ich vor, keinen weiteren Schritt reinzugehen, weil das ist mir dann doch leider etwas zu gefährlich. Das alte Badezimmer, wo noch die Badewanne drin steht. Hier vorne war die alte Dusche. Da war ein Waschbecken mit dran. Okay, die Lampe, die hängt noch. Das ist, wundert mich jetzt. Toilette. Ist aber auch kaum was drin. Die hängt sogar noch. Eine Glühbirne. Und jetzt das gefährlichste am Teil. Gucken, wie weit das Ding. Oh, okay. Ich gehe jetzt mal nicht so ganz hoch, aber schau ich das mal an. Das ist komplett. Ich hoffe einfach nur, dass man hier vielleicht einen Investor findet, der das Ding vielleicht abreißt oder komplett saniert. Hoffen wir mal für die Zukunft. Auch es tut mir leid, dass die Familie hier dann wohl rausgezogen ist, beziehungsweise bestimmt rausgeschmissen wurde. Vielleicht wegen. Keine Miete gezahlt, die Betriebskosten wurden nicht gezahlt oder was auch immer. Schade natürlich an die Familie, an die Kinder, die hier mit drunter leiden mussten. Für mich ist das ein trauriger Anblick, wie sowas hier
verlassen wird. Ich hoffe euch trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt was in die Kommentare rein, was ihr zu diesem Ort meint, was vielleicht mit diesem Ort passieren sollte. Dann würde ich sagen, bleibt sauber. Bis dann. Tschüss.